Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. MacReady entscheidet sich auch mal, hier vorbeizukommen, okay. In der letzten Folge haben wir Vault 81 erkundet, deswegen fragen sich jetzt wahrscheinlich einige, warum bin ich überhaupt noch hier? Und ja, weiß nicht. Ich war noch ein bisschen paranoid, weil wir haben mal, als wir Vault 81 erkundet haben, nichts entdeckt, so questmäßig oder irgendwie so. Und ich bin ein bisschen paranoid Ich will keinen Ärger mit und einer denke mir, 80. es wird hier noch irgendwas geben. Deswegen schaue ich mich jetzt einfach noch mal in den Part um. Bei einem Part nur umschauen, fand ich, ist auch ein bisschen wenig. Und Jordan ja, sagt, dass ich nur raus gehen kann, wir wenn mal ich mit allen arbeiten Leuten muss. hier dieses Vielleicht Mal hat er recht. Der Stress hier drin und gucken, bringt ob mich wir um. hier irgendwie noch eine Quest oder Hey, so machen irgendwann können. mal schaffe ich es da raus. Weil ja, ich habe auch gar nicht in den Laden nachgeguckt, Nathan ist Pickford mir geht aufgefallen. zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn hier. Sieh Weil mal dieser an, eine sieh Junge hat mal uns an, ja Nathan hat sich hier herumgeführt einfach. und uns so einen Laden gezeigt. Ich bezweifle zwar, dass die irgendwie Waffen oder so verkaufen, aber mal schauen. Die bekommen ja Sachen von allen möglichen Händlern und so außerhalb des Ödlands. Deswegen gucken wir mal. Übrigens, dieses Power-Rüstungsgestell, was ich mehr oder weniger von den Raidern geborgt habe, als ich das ja genommen habe, war das ja als gestohlen angezeigt. Und komischerweise sind nicht die Teile an sich gestohlen, sondern das Gestell. Und jedes Mal, wenn ich jetzt auf das Gestell zugreife, ist das rot markiert, also dass Macht ich dein da Pickford auch stehle. ab und zu zicken? Meiner macht er in Und letzter Zeit echt Sorgen. wenn, weiß ich nicht, Wellenteilen und so in der Nähe sind, die finden das natürlich nicht gut. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf die Power-Rüstung zugreife, steht da so Sachen wie, ja, Valentine stimmt nicht zu, was ein bisschen doof ist. Also ja, super. Wo habe ich denn jetzt die Schrauben Das ist eine hergekriegt? geklaute Power-Rüstung anscheinend. Da habe ich mit dir schon geredet, ich Austin glaube wurde ja, von ne? einer Maulwurfsratte gebissen. Also müssen wir jetzt hier sitzen und auf Aaron aufpassen. Das ist doch lächerlich. Besuch aus, wenn wir haben wir auch schon Ich direkt wieder habe was einen bekommen. Ehemann, der voll im Saft steht, sich Hey, aber weigert Kleine. zu helfen. Entschuldigung, hast du meinen Kater gesehen? Nein, ich habe deinen Kater nicht gesehen. Würdest du nach ihm suchen? Er heißt Ashes. Wahrscheinlich hat er Angst und ist einsam. Wohin ist er denn gegangen? Was meinst du? Nicht weit. Er wird Angst haben. Wenn es in der Nähe ein Versteck gibt, findest du ihn. Ich suche nach ihm. Danke. Er heißt Ashes und ist ein süßer grauer Ist ja Kater. mal direkt eine Ich neue will nur, Mission. dass er nach Hause kommt. Geh weiter. Nur weil du einen Wortanzug trägst, gehörst du noch lange nicht zu uns. Hallo. Das ist eine geile Suchst du was? Frisur. Ich habe mehr Zeug, als ich brauchen kann. Okay. Ich würde vielleicht was kaufen oder verkaufen. Toll. Ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Ich habe schon mal mit ihr gesprochen auf Screen. Ja, ich glaube, ich habe so einen Dialog und so. Ich hoffe, ich habe auch nicht geguckt, was sie zu verkaufen hat. Also gucken wir mal. Waffen. Da sehe ich direkt so eine geile Waffe, ne? Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Das ist ein Snipergewehr, ne? Weil man 45er Mission, das ist doch nicht. Das ist hier so ein Ding. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab oder 25% mehr Schaden. Weil das hier ein Snipergewehr mehr. Ist aber nicht so teuer. 2048. Wow. Zerstörer, warte mal. Zerstörer habe ich doch, oder? Zerstörerhelm habe ich. Rechtes Bein. Ich brauche linkes Bein. Ich brauche mal linkes Bein, nicht rechtes. Das rechtes Bein sieht man nicht, boah. Weg auf Ski, mein Schoner rechts. 17, 11. Aufseherarmschutz rechts und links. So 21, voll teuer. Besser als meine Sachen, Upf. Also für das sollt ihr nichts haben, ne? Sieht aus wie eine von so New Kids. Diese eine komische Serie. New Kids Turbo oder Hast du so. denn Die den haben auch alle so Pickford eine auch Frisur, mal glaube ich. aufgetragen? So, ich soll jemanden in der Klinik besuchen und. Yeah, Kitty Kitty. Ach ja, und die beschweren sich natürlich wieder, als sie Hilfe brauchen, aber. Ja, oh. Zu glauben, Die dass du ist dir das wieder außerhalb des klauen Vaults. würdest.
Na gut. Schon wieder hier? Wir behalten dich im Auge. Ashes! Du musst was unternehmen, Jacob. Ich führe die Tests. War ja noch nie. So doch. Ich kann, Priscilla. Ich kann aus dem erst behandeln, wenn ich die Infektion kenne. Dr. Forster. Außer als der Junge, der uns umgeführt hat. Und du musst warten, bis du dran bist. Wir haben hier einen Notfall. Austin wurde von einer Maulwurfsratte gebissen. Reicht das, Jacob? So viele Krankheiten und Toxine können sie nicht übertragen. Rachel untersucht die Maulwurfsratte. Hoffentlich findet sie was. Aber das sind keine gewöhnlichen Maulwurfsratten. Wer weiß, welche Krankheiten sie haben. Es hat ihn schwerer erwischt, weil er ein Kind ist. Dr. Forsyth, bitte. Ich glaube, ich weiß, was Austin helfen könnte. Bobby! Warte, Priscilla. Was ist denn, Bobby? Diese Tür, die Austin gefunden hat. Er hat sie meinetwegen gefunden. Ich bewahre da meine Privatsachen auf. Er hat gesehen, wie ich sie hole. Du meinst deine Camps? Komm zum Punkt, Bobby. Was hast du da gefunden? Sowas wie einen zweiten Vault, aber halb zerstört und eingestürzt. Es gab da ein Terminal. Ich hab mal ein bisschen rumgestöbert. Es gab Notizen über die Verwendung von Maulwurfsratten zum Züchten von Viren. Sie wurden aber auch für Impfstoffe und Behandlungen eingesetzt. Ich setz mich mal Vault. Meine Güte, davon habe ich noch nie gehört. Bobby, du bist ein Genie. Ein Junkie-Genie. Es könnte dort irgendwo ein Mittel gegen das geben, was sich Austin von der Maulwurfsratte eingefangen hat. Du da, willst du Vault 81 einen Gefallen tun und vielleicht meinem Jungen das Leben retten? Ich würde gern helfen. Ich hatte gehofft, auf dich zählen zu können. Bobby zeigt dir, wo er seinen Geheimvorrat aufbewahrt. Vielleicht befindet sich irgendwo da drin ein Heilmittel für Austin. Wenn du es findest, bring es Dr. Forsyth. Und beeil dich, bitte, für Austin. Komm mit. Hinter der Wand. Okay, das scheint schon eine größere Quest zu sein. Obwohl, war das gleiche Zeichen wie bei Dingens, als ich hier reingekommen bin. Okay, scheiß auf die Katze erstmal. Lass mal hier reingehen. Gucken. Mal schauen. Eine geheime Vault. In einer Vault. Na klar. Was? Bobby. Bobby. Okay. Geheimer Vault 81. Wie der mir nicht mal antwortet. Meine Güte, ist das ein Bob. Gut, dann schauen wir mal. Ausraten, damit kann ich leben. So, okay. Ja, Vorkriegsgeld. Wie lange begleitest du mich eigentlich hier schon? Ja. Ich habe mir so eine Strategie zurechtgelegt, wenn ich mal ganz teure Sachen kaufen will, die so 11.000 kosten. Ich behalte einfach mein Vorkriegsgeld, ne? Das ist doch mal eine geile Idee, ne? Weil, weiß ich nicht. 6 sind die, glaube ich, mittlerweile wert. Also, ein Vorkriegsgeld ist 6 wert. Für brauche ich dann? Um irgendwas für 6.000 oder so leisten zu können, dann brauche ich 600 Vorkriegsgelder, glaube ich. Oh Gott. Nee, weiß ich nicht. Egal. Ich brauche eine Menge jedenfalls. Und ja, tun wir die mal ansparen, wenn ich hier so ganz teure Sachen haben will. Ist das ein Plan? Ja, okay, gut. Aufzugprogramm-Update. Maulwurfsratten Aufzug. Wir haben das Aufzugprogramm endlich in geordneten Bahnen denken können. Wie auch dem vorigen Berichten entnehmen, zeigen Maulwurfsratten in Gefangenschaft ein äußerst aggressives Verhalten. Was ist lächerlich? Wir meinen, dass die Tiere sie beobachten würden, aber das ist lächerlich. Nur 97 hergestellt, mit denen sich 36% kann wie im Band. Okay, es scheint also ein Mittel zu geben.
Serien der Wirklichkeit. Serien, okay. Die Mehrzahl von Serum? Wusste ich auch nicht. Wo wandert man irgendwie mal die Mehrzahl von Serum? Oh, what? Erstmal aufschließen. Ja. Ja. Waffe, ja, welche Waffe? Die. Schießen da noch? Zwei Geschütztürme. So. Und da ist ein Protektor. Den Kampf, aber normalerweise müsste da angezeigt werden, ob ich da schlafen kann. Aber anscheinend nicht. So. Was? Wie hockt da auch nicht so faul darum. Was ist denn hier? Ach, da. Ich kann in dem Bett nicht schlafen, was ist das denn? Viel Kleber. Okay, dann. Oh, Zigaretten. Zigaretten brauche ich auch zum Verkaufen. Und mal zum Aufschließen, okay. Cool. Right away. Habe ich ja nur voll viele. Mal öffnen, Mann. Mal mit Zigaretten. Du schaffst das schon, McCready. Ich denke immer, es geht ein Alarm los, wenn dieses Date kommt. So, Protektron. Am besten aktivieren und losstürmen lassen. Aber ich sollte mal aufpassen, kriege ich überhaupt Erfahrungspunkte, wenn der irgendwas tötet. Mal gucken. Deal. Upsala. Deal. Dead. De rely. When? Leck mich. Bin drin. Sink. Perfekt. Aktivierung Protektron zu. So, dann mach mal. So. Mal schön voraus. Das ist gut. Warte mal, was für ein Level bist du? Legendärer, ja super. Den möchte ich nicht auf mich ziehen. Ich möchte ehrlich gesagt warten, bis er tot ist, damit ich seine Sachen bekomme. Habe ich so das Gefühl.
Ich sag doch, in diesem Wort ist noch irgendwas. Es gibt kein Wort, wo nichts passiert. Das ist, weiß ich nicht, ist nicht möglich. Was war der Wort 81 Labor? Mein Router kann sich ruhig ein bisschen schneller bewegen, wenn er will. Ich sollte mal speichern, weil kann alles passieren. Wo zur Hölle sind Sie? Nun komm mal hierher. Was? MacReady, viel Glück. Was ist mein Protektron? Was zum... Ey! Los, töte die. Guck dich mich an, guck da ein. Boah. Ja, ich krieg keinen Erfahrungspunkt bei MacReady hier. Super. Feindlich? Nein, okay. Der jetzt alle erledigt, ja. Ah, scheiß auf den Roboter. Hauen wir den auch kaputt. Deswegen der, muss ja irgendwas haben, weiß ich. Was für eine Enttäuschung. Was? Das ist bestimmt total übertrieben. Und Austin läuft morgen schon wieder rum. Übertrieben oder nicht, wir müssen für Austin tun, was wir können. Ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Ich auch nicht, Priscilla. Warum er? Er ist doch noch ein Kind. Er wird bestimmt wieder gesund. Keine Ahnung, wird dass sie beobachtet wurden. Warum habe ich die gehört? Beobachtungsterminal, okay. Ja. Wer lesen will, kann. Wer nicht, gut. Da, wo ist der Protektron? Will ich am liebsten kaputt hauen. Langfinger. Explosives Kampfgewehr. Der macht uns fertig, ne? Komm mal her. Oh, jetzt mutiert er auch noch. Ja, klar. Der irgendwie aufholt mit mir, ich dachte der ewig, also. Was? Ich bin tot, oder? Was? Was? Oh. Warum explodiert denn der noch? So eine riesigen Explosion, meine Güte. Damit. Hey, oh. Gibt's doch nicht. Und dieses Prrrr, ja, dieses Geräusch, wenn ich einen kritischen Treffer mal alles an. Wie dieses Yeah von CSI Miami. Ist doch, glaube ich, von da, ne? Mal dran auf MacReady los, dann gibt's da nicht. Jetzt schön Sicherheitsabstand von dem nehmen, oh Gott. Das ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen. Wie halte ich
Du schaffst das schon, ich glaube an dich. Was? Hey. Buff. Also warum greift der jetzt mich nur mit zwei Lasern an? Warum greift er mich nicht normal an? Wohin konnte ich den so schön abwehren die ganze Zeit? Entschuldigung, das lag nicht in meiner Absicht. Also was hier? Schön in Deckung gehen. Okay, warum explodiert er wie eine Atombombe? Das haben die früher nicht gemacht. Eine Atomexplosion, da war eine Atomexplosion. Habt ihr den Dings gesehen hier, den Pilz? Ja, so viele Kampfgewehre müsste man ja auch nicht reindrücken. Links kann ich schon wieder eine kaufen im Shop. Also ja, mal lang. So, weiter geht's nach dieser kleinen Störung hier. So, wo kamen die Stimmen hier? Ja, da würde mich mal interessieren. Das wird toll für dich. Du kannst an mir rumnörgeln und ich kann nicht weg. Oh, sehr schön, Holt. Das sagt der Richtige. Denkst du eigentlich immer nur an dich? Deine Tochter könnte wie Austin krank werden und du jammerst drum, dass du Zeit mit deiner Familie verbringen musst? Ich hab zu tun. Wir müssen uns hier nicht verstecken. Du bist so beschäftigt, Holt. Du hast so viel zu tun. Dann erklär Ellen mal, warum deine Bedürfnisse wichtiger sind als ihre Sicherheit. Lass es einfach gut sein. Idiot. Okay. Ach, okay. Eine Art Geschäft, weil ob sie hier haben, gut verkaufen, aber auch reparieren können. Also ich kann jetzt einfach sehr viel zu einem wichtigen übertragen. Haben die ganze Zeit das Wort hier ausspioniert? Weiteren Behandlungsort, der Hauptbehandlungsort. Also. Und haben die ein Virus bei denen ausprobiert? Die haben den Virus an die Waldbewohner ausprobiert. Warum das denn? Sag doch, hier läuft irgendwie alles normal, in jedem. Vaults sind eigentlich Untersuchungsbunker. In jedem Vault wird irgendwas untersucht. In Vault, im Fallout 3 haben sie in ein Vault Supermutanten hergestellt. Menschenexperimente gemacht und die sind dann zu Supermutanten geworden. Und daher kommen dann angeblich die Supermutanten auch. Weil im Vault so und so viel entstanden sind. In Fallout 3. Zum Treffer. Gut, die Infektion ist durch.
überhaupt? Wir müssen verhindern, dass sie sich ausbreitet. Hoffen wir, dass dieser Ausbruch der Wissenschaft ein Heilmittel ist. Was zum? Die ist grün. Was ist mit da passiert? Sieht aus wie eine lebende Gurke. Oh Mann. Kann den Aufseher uns auch beobachten? Der Chef ging ein Beobachten vor einem Büro, oder hat er sich das Glücksfall erwiesen. In Lage, den politischen Veränderungen seit dem Verschießen des Walls zu beobachten. Wenn wir die Bewohner mit Viren konfrontieren, werden wir in der Lage sein, die Reaktion und Handlungen der Führung festzuhalten. Also ja. Wo ist denn hier noch einer? Also, der Vault war eigentlich nur dazu da, irgendwie Viren für Leute loszulassen. Also gucken, wie die darauf reagieren. Ja, schön, ne? Ja. Ein Wort war gut, da waren irgendwie, weiß ich nicht, sind irgendwie Musiker reingeschickt worden. War so ein Musik-Vault eigentlich. Wenn man für irgendeine hier so eine Geige oder Violine holen musste. Ja, und im einen Vault wurde geklont. Da waren die Garys. Gary! Oh Gott! Ja, Gary! War immer nur die geilste Vault. War nicht da, wo die ganzen Halluzinationen waren oder so? Oder war es wieder eine andere Vault? Eine Vault war auf jeden Fall richtig gruselig. Keine Ahnung, ich glaube, das war die mit den Garys. Ach komm schon, lass es einfach sein. Niemals. Hi. Oh Gott! Aha! Wie ist überhaupt mit der Waffe? So wird das bei uns hier erledigt. Hey. Alter, schießt du überhaupt mit der Waffe? Und? Ach. Ich habe irgendwie das Gefühl, er schießt gar nicht mit dem Ding. Ich kann mich auch irren. Also ich verballere hier keine Munition. Ohne Meistertruhe. Ah, da wird ein Spaß. Weil irgendwie zwei Kollegen haben irgendwie gesagt, dass angeblich meine Begleiter meine Munition verbrauchen. Aber das habe ich auch irgendwann mal ausprobiert und das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Cool. Also die verballern. Oh, ich bin schon wieder voll überlastet. Ich gebe denen irgendeine Waffe und die verballern dann von meinem Inventar die Munition, so wie ich das mitbekommen habe. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, stimmt das aber nicht. Aber naja, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.